geht es relativ schnell heute. Wir werden einmal, zeigen wir gleich, diesen GT-Grill. Ja, Chris ist ein bisschen crazy. Er hat ja euch im Reel, das wir jetzt rausgehauen haben vor ein paar Tagen, gesagt, dass ja der Bullet nicht mehr so zu erkennen sein wird. Und das ist der nächste Step, Freunde. Das ist ein GT-Grill vom auch 05 bis 09er Modell. Und den packen wir heute rein. Schauen wir uns noch mal kurz hier den Bullet-Grill an. Er hat im Prinzip so die Merkmale, er hier so einen Chromrand hat. Ja, das sind solche wirklich so spezielle Bullet-Merkmale. Gefällt ihm nicht? Dann hauen wir das Zeug raus, dann packen wir den GT-Grill rein. Natürlich kommt hier auch noch die Beleuchtung mit rein. Ja, und dann, ich glaube, der ist auch relativ easy. Ah, die sind auch nur geklipst. Perfekt, das geht relativ schnell heute. Genau, einmal das hier, wir werden Grill tauschen. Und die zweite Sache werden wir jetzt noch nicht verraten. Die erfahrt ihr jetzt gleich in 2-3 Minuten. Und das Endergebnis, Alter, ich bin so durch heute. Das Endergebnis folgt nicht in diesem Video. Seid also gespannt, bleibt auf jeden Fall auf dem Kanal, denn im nächsten Video seht ihr dann, was die zweite Sache irgendwann mal ist. Die, ach, keine Ahnung, egal, wir machen einfach mal weiter, dann werdet ihr gleich sehen. Junge, 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 okay. Motorhaube auf. Wir werden die Batterie abklemmen, aus einem bestimmten Grund. Und genau, Abdeckung runter. Ich glaube, der GT, das ist, das Video wird 2 Minuten dauern. Dann ist das Ding durch. Kurzes Zwischenabbild. Ja, weil, genau, das wollte ich eigentlich sagen. Weil wir eigentlich heute was anderes vorhatten. Wir wollten heute den zweiten Part vom Innenraum euch vorstellen, was wir als nächstes ändern werden. Denn es ist wieder eine Menge Material geliefert worden für den Innenraum. Das machen wir aber wann anders, denn das Ding wird einmal komplett geschlachtet. Das schaffen wir heute aber nicht, weil ich keine Zeit habe. Deswegen machen wir jetzt die 2 anderen Parts. So, was ist denn hier schon wieder? Achter. Immer diese Amis. Habe ich dir schon gesagt, dass ich müde bin? Ne. Noch nicht. Noch nicht erwähnt. Okay. Sieht man's? Nee. Nicht? Ach, gar nicht. Du lügst. Ich bin so fertig. Freunde, 4.30 Uhr hat der Wecker geklingelt. Nein, 4.25 Uhr. 4.10 Uhr, 4.15 Uhr und dann 4.25 Uhr und dann war ich wach. Und so geht's mir dementsprechend jetzt gerade. Chris kauft dir ein anderes Auto. Gescheites. Ich kaufe dir mal einen gescheiten GT. Nicht so ein Bullet. Pit Bullet. Yes, das Maria. Ach so, hier wurde irgendeine Unterbodenbeleuchtung wahrscheinlich. Und jetzt kommt ein Zehner. Nee, auch Achter. Auch Achter. Aber geht ja. Jetzt holen wir irgendwas, was hier den Kontakt nicht herstellt. Den Lappen oder Chris, je nachdem. Wenn er nicht mal da ist, dann nehmen wir den Chris. Heute bin ich richtig aggro drauf. Heute reißt er einmal am Grill und dann ist er draußen. Aber das ist eigentlich Chris seine Aufgabe. Irgendwo dran rumreißen, irgendwas kaputt machen. Warten wir, was wir haben heute auch schon rausgerissen. Was haben wir rausgerissen? Nee, sag ich nicht. Okay. Okay. Ich rast schon wieder aus hier. Die nächste Sache. Solche Alibaba-Clips da drin. Chris, was ist denn mit dem Pit Bullet los? Das sind originale Clips. Ja, so sehen die aus. Und so sollten die nicht aussehen. Irgendwelche geschraubten Dinger, die kriegst du dann nicht mal geschraubt. Schau mal her. Ja, so geht schon los. Am Arsch, da geht gar nichts. Es muss sich hier grundlegend was ändern. Es muss ein neues Fahrzeug her. Wir machen ja ein neues Fahrzeug draus. Also ich habe mit dem Chris die letzten Tage telefoniert, das weißt du auch noch nicht. Wenn die Pläne so aufgehen sollten, dann wird sich wirklich die nächsten Wochen richtig krass viel verändern an dem Fahrzeug. Sogar optisch. Also nicht nur jetzt Grill, sondern Bremsablack ist auch schon angekommen. Innenraum ist angekommen. Optisch von außen haben wir... Chris hat ja gesagt, dass er gerne eine Folierung draufpacken möchte. Und wenn jetzt alle Sterne richtig stehen, Freunde, drückt mal ihm die Daumen, dann werdet ihr den Bullet ganz bald in einer ganz anderen Art und Weise erleben, sehen. Das wird ein tolles Video heute, sage ich dir. Einmal und jetzt den Alibaba-Clip. Das meine ich. Genau das, Freunde. Wenn ihr dachtet, dass Schrauben Spaß macht, meistens schon, aber es gibt Tage, da wirst du zum, genau. Also draußen, das Ding, Chris, pass auf. Also der GT-Grill, schaut mal her. Das sieht
nämlich so aus, dass wirklich nur hier geklipst ist. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 oder 8 Clips, das war's. Richtig gut. Raus damit. Schwind raus, Clips. Schwind raus, Clips. Der Chris wünscht sich ja immer wieder, dass ich Schwäbisch rede. Ja. Da hast du es, Chris. Geschwind. Wir machen geschwind dein Grill weg. Und geschwind einen neuen rein. Brech ihm doch was ab hier. Das ist wieder eine Kunde, der immer kommt und sagt, können Sie geschwind. Ja, genau. Können Sie geschwind. Ah, Grill. Guck mal her. Dein Grill ist eh schon ab. Halber ab. Ja, das waren wir nicht. Beweisvideo. Wir haben alles auf Band. Wir waren es nicht. Schon locker. Was hat denn der da für eine Hupe drin, ey, dieses Jahr? Deswegen wahrscheinlich das Massekabel. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen Musik einblenden, dass es ein bisschen schneller geht, einfacher aussieht. Denn die Clips, die sind hier. Hier ist es. Fuck my life. Folie. Na, lassen wir das mal so. Mal schauen, ob wir den Grill auch mal komplett lackieren lassen. Erstmal. Wir schmeißen den jetzt einfach nur hier rein. Das Gute daran ist, dass die GT und Bullet Stoßstangen alle von der Form her gleich sind. Sieht gut aus. So. Und Endergebnis folgt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Teil. Ich habe euch gesagt, es wird spannend. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal.